So Leute, Servus, nehmt herzlich willkommen, ja, zu mal, ja, wieder mal einem Video, das wieder mal was mit Fitness zu tun hat. Ich habe gedacht, ich melde mich einfach wieder mal in dieser Hinsicht. Ja, ich war jetzt lange Zeit verletzt, müsst ihr wissen. Ich war circa 2,5 Monate draußen. Ich musste pausieren, habe dabei auch leider etwas Muskelmasse verloren. Ist natürlich logisch, man baut da immer etwas ab. Formtechnisch seit einer Woche jetzt wieder eben am Start mit Training. Und hier mal mein Trainingsplan, werde das vielleicht immer mal ein bisschen dokumentieren für alle, die Fitnessfans gewesen sind, als noch Fitnessvideos kamen. Jetzt soll das wieder losgehen, ich fange einfach mal an und erkläre den mal. So, wir fangen an mit dem Montag, da geht es gleich los mit meinem Lieblingstraining, Armtraining. Bizeps und Trizeps, für Bizeps Kurzhantelcurls. Denke ich, kennt jeder. Da mache ich ein bisschen Variationssachen. Ich habe noch einen zweiten Bizeps-Tag. Da wird das Ganze immer so ein bisschen ausgetauscht und bewegt sich so ein bisschen vom Tag zu Tag. Verändert sich auch ständig die Kurzhantel-Curl-Variante, damit ich verschiedene Winkel des Bizepses anspreche. Langhantel-Curls, brauche ich auch nicht viel zu sagen, kennt jeder. Hammer-Curls für den Brachialis. Und den Brachioralis oder was, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie die alle heißen, da gibt es ein paar. Auf jeden Fall für den Muskel zwischen Trizeps und Bizeps mache ich jetzt auch was. Hier sieht man schön, das sind eigentlich die Grundübungen für diesen Muskel. Noch nicht viel Isolationsscheiß. 4x10, 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 also alles easy mit steigendem Gewicht pro Satz und natürlich, ne, schön in dem Muskelaufbaubereich, in der Hypertrophie, Trizeps. Sieht jetzt viel aus, ist es nicht. Trizepsliegestütze, 2x20 Wiederholungen, ist zum Aufwärmen gedacht. Trizepsbeugen mit der Kurzhantel, steht in Klammern dahinter, 2x10 Wiederholungen, also nicht viele Sätze. French Press mit der Langhantel, auch 2x10 Wiederholungen, also auch hier nicht viele Sätze. Und Kickbacks am Schluss nochmal eine schöne Übung für diesen hinteren großen Trizepskopf, 2x10 Wiederholungen. Was ihr hier seht, ist im Prinzip nicht so ein High-Intensity-Zeug, es ist alles mit einem Aufwärmsatz vorn dran, das heißt, der ist hier nicht mit aufgeführt, genauso wie beim Bizeps, ist er auch nicht mit aufgeführt. Was macht er jetzt hier? Ich muss mal kurz gucken, läuft die Aufnahme denn? Ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, French Press, wie gesagt, das sind alles so Sachen, wo ich nicht viele Sätze mache, weil ich finde, bei Trizeps, ja, wie gesagt, da der wird bei vielen Sachen beansprucht, deswegen mache ich da jetzt nicht so ein intensives Ding draus. Der wächst auch so. Dienstag sieht jetzt so klein aus hier, im Gegensatz zum Montag, ist aber im Prinzip der Rückentag, braucht man nicht viel machen. Gerade ich habe zwar noch die Grundmuskulatur am Start, ich bin eigentlich für 2,5 Monate out of work sozusagen, komplett geil am Start, aber ja, trotzdem Kreuzheben, 4x10 Wiederholungen. Kreuzheben, ja, wie gesagt, ist eine Grundübung, einfach um die Grundmuskulatur und die Stabilität reinzukriegen. Kreuzheben sollte man in jedem Trainingsplan einmal irgendwo sehen. Back Crunches, was ist das? Ihr kennt Crunches jeder oder Sit-Ups, ja, das kennt man dann vielleicht eher als Crunches, für die nicht so bewandert sind in diesem Fitnessbereich. Back Crunches, also das ist im Prinzip, du legst nicht auf den Rücken und hebst deinen Oberkörper zu den Beinen hin. Sondern du legst dich auf den Bauch und hebst im Prinzip den Oberkörper nach hinten weg, vom Boden weg. Das ist im Prinzip eine Kontraktion, die mit auf dem, ja, hauptsächlich auf den Gluteus und auf den unteren Rücken gehen soll. Kennt man im Prinzip auch anders mit so einer Bank, wo man sich drauflegt und dann eben den Oberkörper nach oben hebt, wenn man so nach vorne gelehnt ist. Das ist im Prinzip das Gleiche. 4x20 Wiederholungen, da ein bisschen mehr Ausdauer. Und das natürlich Rudern, 2x12 mache ich nicht so viele Sätze, weil, ja, ehrlich gesagt, diese oberen Rückenpartien möchte ich gar nicht so arg. Also es wird irgendwo, wenn man so Bodyweight-Zeugs noch macht, nebenbei noch mal ein bisschen, dann wird das eh mit ausgebildet. Deswegen, da mache ich nur 2x12 Wiederholungen, dafür High Intensity mit viel Gewicht. So, dann gehen wir zum Mittwoch. Mittwoch ist auch wieder nur eine Muskelgruppe. Das sind halt zwei riesige Muskelgruppen, deswegen hier, man sieht Montag schön zwei kleine Muskelgruppen, Dienstag eine große, Mittwoch auch eine große, nämlich die Brust. Da gibt es erstmal Liegestütze, 10x15 Wiederholungen, das heißt in 10 Sätze, insgesamt 150 Liegestütze. Hört sich für alle, die Bodyweight machen, nicht ganz so viel an, für mich, der lange keine gemacht hat,
ist es schon viel. Und das muss auch am Schluss irgendwo hochgehen mit den Händen und im Prinzip das Ganze noch rauskrüppeln, aber es geht. Bankdrücken, 4x10 Wiederholung, ganz normaler Satz in der Hypertrophie, schön mit Gewichtssteigerung, bin im Bankdrücken, wie gesagt, nicht so stark. Da ist ehrlich gesagt meine Schwäche. Deswegen immer schön Liegestütze machen und auch hier und da mal Bankdrücken. Vielleicht mache ich das so, dass ich immer vorm Schlafen gehen, sage ich mal, so 10 oder sagen wir mal so 50 Liegestütze mache, um einfach ein bisschen aufzubauen. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Sollte auch überall mal sein. Eine Liegestütze sollte man als Aufwärmsatz zu Brust oder Rücken zum Beispiel, sollte man das machen. Und Bankdrücken sollte, finde ich, auch in jedem Trainingsplan drin sein. Donnerstag sind wieder zwei kleine Muskelgruppen, der Bizeps und die Waden. Ich komme erstmal zum Bizeps. Tube Curls steht hier. Ich komme ein bisschen hoch, damit man nicht so viel vom Freitag sieht. Tube Curls. Ich habe ein Tube, jeder kennt das. Oder Gummiband mit zwei Griffen an jedem, mit einem Griff an jedem Ende. Das nennt sich Tube. Tube Curls kann man im Prinzip super mit Curls machen. Ich habe, warum 3x10 Wiederholungen? Warum gerade 3? Nicht, weil es irgendeine magische Zahl im Bodybuilding ist, wo man irgendwie besonders gut aufbaut, sondern weil ich genau 3 verschiedene Tube-Stärken zur Auswahl habe. Und deswegen mit jedem da 10 Wiederholungen einfach, weil das ist nochmal eine andere Belastung für jeden Muskel, wenn man es mit einem Tube macht oder mit irgendeinem Gummiband. Kann ich nur empfehlen für Leute, die zum Beispiel einen Muskel 2x die Woche trainieren und mal andere Reize setzen wollen. Ebenso die Drag Curls. Im Prinzip mit der Langhantel ausgeführt, ganz breit gegriffen, so kenne ich sie. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Drag Curls irgendwie gibt und ich den Namen verwechsel. Bei mir heißen die auf jeden Fall Drag Curls oder Dragon Curls oder so. Ganz breit gegriffen, die Langhantel, und dann hier schön für den Bizepskopf nochmal, für diesen 3D-Effekt nochmal. 2x10, auch nicht so viele Wiederholungen, so viele Sätze, bin da recht niedrig. Und nochmal Kurzhantel-Curls, das sind wieder eine andere Variante halt als am Montag. Das ist ganz wichtig, 4x10, also ganz normal. Und dann die Waden, ich nenne es einfach mal schweres Wadenheben, in Anführungszeichen. Denn so schwer ist das ja nicht, auf eine Kurzhantel passt nicht so viel drauf. Ich halte das immer und lege das sozusagen auf dem Bein ab und mache dann Wadenheben. Kann ich nicht so viel Gewicht machen. Ich werde das vielleicht mal im Sitzen machen, damit ich die Langhantel nehmen kann. Dann sind da nämlich dann schon 60 Kilo möglich oder so, aber halt für beide Beine. Ja, wie gesagt, ansonsten Wadenheben mit so knapp 40 Kilo vielleicht auf einem Bein. 4x10 Wiederholungen, zieht auf jeden Fall gut rein, ist im Prinzip, macht die Waden, füllt die wenig aus und am Schluss zum Todpumpen 5x30 Wiederholungen nochmal ohne Gewicht, aber je Wade. Das heißt, am Schluss wird es richtig ekelhaft, hat einen richtig schönen Muskelkater, ist auch ein bisschen Ausdauer, wenn man zum Beispiel joggen geht oder sonst was macht. Ist das nicht schlecht. So, Freitag. Kommen wir zum Freitag. Was macht der Freitag? Der ist, ja, eigentlich mein liebster Tag. Beine. Hier steht schon Tube Squats. Was sind Tube Squats? Nix Squats, sondern Tube Quads. Diesen Begriff gibt es nicht im Bodybuilding. Den habe ich erfunden, weil ich keinen Namen dafür gefunden habe. Eine spezielle Übung für den oberen Beinbizeps und den Lendenmuskel. Die auszuführen ist, komplett ohne die Knie zu belasten. Das ist ganz wichtig. Ich hatte auch Knieprobleme in dieser Zeit, wo ich jetzt ausgefallen bin mit Training. Deswegen ganz wichtig, eine Übung, wo ich aufbauen kann und eine gute Belastung habe für das Bein, auch, sage ich mal, ohne ein Knie zu belasten. 100%ige Knieentlastung, kann ich auch nochmal ein Video machen, ist für jeden zu empfehlen. Ist wirklich eine tolle Isolationsübung. 5x30 Wiederholungen je Bein, schön explosiv. Sprinten. Steht da jetzt einfach nur, ist optional, ich werde mir einen Gewichtsschlitten zulegen, sage ich noch, Leute, weil ich möchte schwere Kniebeugen erstmal meiden, ich möchte das anders lösen, deswegen sprinten, entweder mit Gewichtsschlitten oder ohne. Mein Ziel ist es auch, schneller zu werden, ich habe da so ein paar Ziele, möchte da auch ein bisschen sprinten am Start sein. Tube Squats, deswegen auch diese ständige Belastung, dieses explosive Arbeiten mit dem Tube, ist eben auch eine gute Alternative. Sprinten wird auch nochmal, sag ich mal, ein kleines Extra-Programm für Sprinten geben, das ich hier nicht aufführen werde, weil es einfach so, mache ich halt so, ist jetzt nicht so wichtig für diesen Trainingsplan. Und am Schluss noch Dehnen der Beine, ca. 10 Minuten, das kommt dann ganz am Schluss. Ist auch ganz wichtig eben, dass die Beine genug Regeneration haben, gedehnt werden, dass die Muskelfasern sich ausdehnen, ganz, ganz wichtig. Ja, das ist mein Beintag. War mal härter. Ich habe da mal ganz schwere Squats gemacht und was weiß ich was.
Aber das habe ich jetzt einfach mal gedacht. Ich möchte jetzt ein bisschen auf Schnellkraft gehen und auf jeden Fall am Start sein mit Sprinten. Vielleicht da auch immer mal so ein paar Ergebnisse, meine Zeiten. Wenn es irgendjemanden interessiert, soll das in die Kommentare schreiben, kann ich gerne mal drüber sprechen. Schultern ist da noch dran. Kleine Muskelgruppe noch am Rande dazu. Werde ich auch nicht so großartig machen. Beim Sprinten, wie gesagt, sind die Schultern eh mit dabei. Da mache ich Schulterdrücken, 4x10 Wiederholungen, eine Masseübung. Das ist die Masseübung für die Schultern, die ich mache. Vorderer und mittlerer Schulterkopf. Dann ein zementierter Sprinter. Sollte man eigentlich in Anführungszeichen setzen. Ein zementierter Sprinter. Ein zementiert, also in Zement drinne. Müsst ihr euch vorstellen, der steckt mit den Beinen im Zement drin und will weglaufen, aber er kann nicht und macht nur die Armbewegung. Im Prinzip machst du nur die Armbewegung vom Sprinten und das mit Gewichten in der Hand. Das sind jetzt nicht viele, das sind ganz leichte Gewichte. Das ist wie gesagt auch eine Kraftausdauersache, die dann wieder auf das Sprinten wiederum so ein bisschen nochmal zurückzuführen ist. 2x45 Sekunden, das Ganze so schnell wie möglich, haut richtig gut rein, kann ich mal als Abwechslung oder zum Beispiel mal als Alternative zum Cardio mal empfehlen. Dann hintere Schulter habe ich jetzt einfach mal optional hingeschrieben, weil weiß ich auch noch nicht so richtig, da mache ich das, also ich lege die Brust auf die Knie, also ich sitze, nur um nochmal anzumerken, und dann mit zwei Kurzhanteln in der Hand wird dann der Arm also nicht ganz durchgestreckt, ganz leicht gebeugt, aber die Beugung verändert sich nicht, nach hinten angehoben. Nur, dass die hintere Schulter das Gewicht hebt und das ist richtig geil. Wahrscheinlich werde ich das machen oder irgendwas anderes mal schauen. Das Ganze soll 2 Monate dauern, weil mir eben extrem wichtig ist, diese Muskelmasse, die ich jetzt verloren habe, wieder aufzubauen, aber gleichzeitig zu spezialisieren. Ich zeige das jetzt mal. Man sieht, teilweise mache ich nicht diese, ich mache jetzt hier zum Beispiel, der Montag ist so ein typischer Aufbau-Dings. Also der Bizeps wird hier mit typischen Übungen beansprucht. Im Prinzip wird es voll auf Hypertrophie das Ganze getrimmt beim Bizeps. Das ist beim Trizeps jetzt zum Beispiel nicht so. Da ist dann meinetwegen, ne, also beim Trizeps mache ich ja dann eher wenige Sätze. Das ist dann im Prinzip, weil es eben bei der Brust, beim Liegestütz und Bankdrücken mit dabei ist und beim Bizeps eh als Gegenspieler noch arbeitet und bei Schultern auch so ein kleines bisschen, sage ich mal. Und da brauche ich nicht so viel zu machen, denke ich. Man sieht ja auch im Rücken die Grundübung, dass es im Prinzip 4x10 Kreuzheben ist, die Hypertrophieübung. Man sieht überall ist so eine kleine Hypertrophie-Aufbauübung. Backcrunches eher nicht. Rudern, hier auch wieder typische Hypertrophie-Sache. Brust 4x10 Wiederholung Bankdrücken, das ist die Hypertrophieübung. Bizeps Curls hier, das ist nicht so auf Hypertrophie ausgelegt, da geht es eher so um die Grundessenz, um andere Reize zu setzen. Waden, schweres Wadenheben ist hier die Hypertrophieübung. Bei Beine gibt es eigentlich nicht so eine wirkliche Hypertrophieübung. Da Sprinten vielleicht mit Gewichten oder die Tube Squats sind für gewisse Muskeln im Bein, die mir persönlich am allerwichtigsten sind. Das ist die Lendenmuskulatur und die oberen Quads, ja. Und das sind sozusagen hier diese Hypertrophie-Sache. Bei Schultern ist es eben das Schulterdrücken, was die Hypertrophie-Sache ist, und die hintere Schulter halt das Optionale dann. Ja, das heißt, viele Sachen, die ein bisschen spezialisierter sind, wie zum Beispiel vor allem die Beine, sind sehr spezialisiert, weil ich da eine gewisse Grundmuskulatur genetisch bedingt habe, mehr als gewisse andere, wo ich mich aber nicht drauf ausruhen möchte, sondern daher, die Grundmuskulatur brauche ich nicht. Ich brauche jetzt, sag ich mal, diese ganzen kleinen Details und die muss ich mit rausarbeiten. Und das kommt dann hier zustande. Man sieht, ich mache immer mal Hypertrophie-Sachen, die nur auf Muskelaufbau aufgelegt sind, aber auch viele auf so Ziele, auf Ästhetik. Ja, damit möchte ich erstmal 2 Monate wieder auf einen guten Level kommen. Da kann ich dann sagen, bringt er mir was? Ist er gut? In der ersten Woche ausprobiert, immer schön Muskelkater kassiert, immer schön ausgeführt, hat ganz gut mit der Regeneration also kam ganz gut hin, hat gut geklappt. Ihr könnt diesen Plan gerne für euch verwenden, wenn ihr wollt, müsst ihr mich nicht fragen oder sonst irgendwas machen. Ich verlange dafür auch kein Geld, gar nichts, ist mir eigentlich scheißegal, ich wollte das jetzt einfach mal zeigen. Für mehr Informationen dazu könnt ihr einfach mal in den Kommentaren fragen. Es werden da eh ein paar Updates immer mal kommen, vielleicht auch ein kleines Body-Update, schauen wir mal, ne? Wenn es was zu zeigen gibt, dann zeige ich auch was. Ansonsten hier einfach nur mein Trainingsplan, kann jeder, wenn es ihn interessiert, irgendwie nehmen, mit einbauen, sich hier inspirieren lassen. Das war im Prinzip der Hauptgrund, warum ich das Video gemacht habe. Nicht um hier zu zeigen, dass ich voll der krasse Trainingsplan-Manager bin, sondern
um Leute zu inspirieren, eventuell solche Übungen in den eigenen Plan mit einzubauen. Das soll es auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielleicht ja schon wieder ein Fitnessvideo. Davon wird es in nächster Zeit hoffentlich ein paar mehr geben. Bis dahin, macht's gut. Ich hab euch im Auge. Haltet euch fit. Ciao.